Ja, liebe Fröndenberger und Fröndenbergerinnen, ich grüße Sie ganz herzlich aus dem Impfzentrum der Stadt Fröndenberg hier in der Schützenhalle in Warm. Mein Team hier im Rathaus hat diese Impfstelle in kürzester Zeit vorbereitet und in die Tat umgesetzt. Donnerstags und freitags haben wir je 2 Impfstraßen und samstags 3 Impfstraßen. Während dieser Tage werden ständig 6 bis 8 Verwaltungsmitarbeitende vor Ort sein und hier für einen geregelten Ablauf sorgen. Die Teams der Ärzte sind uns vom Kreis Unna zugewiesen worden und das medizinische Personal ist uns freundlicherweise auch durch unsere Apotheker und durch unsere Ärzte akquiriert worden. Auch das war durch die Stadt Fröndenberg zu leisten. Wir haben einen Sicherheitsdienst hier vor Ort, der für den reibungslosen Ablauf sorgen wird. Ja, warum haben wir die Schützenhalle ausgewählt? Die Schützenhalle hier in Warm ist groß genug. Wir haben die Möglichkeit, auch 3 Impfstraßen laufen zu lassen. Hier ist genügend Wartebereich, vorher und auch hinterher. Wir haben hier einen Sanitärbereich, der auch regelmäßig zu reinigen ist. Und die Parkplätze sind direkt vor dem Haus. Es ist barrierefrei. Insofern ist das hier eine gute Wahl. Und ich danke ganz herzlich nochmal den Ruhrtalschützen, dass wir hier zu Gast sein dürfen in der Zeit. Ich möchte Sie bitten, die Terminvergabe auch aus dem Kreis Unna wahrzunehmen. Dort haben wir das System installiert, dass Sie dort die Termine buchen können. Der Impfstoff ist genau darauf zugeschnitten. Das heißt, nebenbei können wir keine anderen Impfgebote anbieten. Bitte berücksichtigen Sie das. Kommen Sie nicht einfach zum Impfzentrum, sondern bitte nehmen Sie die Termine dort wahr. Wir arbeiten auch daran, im Januar weitere Impftermine folgen zu lassen, sofern dies nötig sein wird. Ich freue mich jetzt, dass das gelungen ist und ich danke ganz herzlich allen, die dazu beitragen, den Apotheken, den Ärzten, allen Menschen, die sich hier engagiert haben, damit wir das für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, auch leisten können. Ich bin sehr begeistert von der Umsetzung. Viele der Akteure sind auch bereits eingetroffen. Sie sehen das hier vielleicht auch im Hintergrund. Und gleich um 13 Uhr starten wir hier. Unser gemeinsames Ziel ist es natürlich, an den Impftagen so viele Menschen wie nur möglich zu impfen und sie mit diesem Angebot zu erreichen. Und nur die Impfungen weisen uns den Weg aus der Pandemie und schützt unsere Leben, die wir zu Hause haben. Deshalb nehmen Sie teil, lassen Sie sich impfen und ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben, viel Kraft haben in diesen Tagen und nehmen Sie das Angebot gerne an.